Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. So, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ich glaube, diese Person dort hinten hat mir schon gerettet, nur irgendwie wurde die nicht gespeichert oder so. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier Flammenhelm. Nehme ich mal mit, geht nicht. Doch jetzt. Nein, doch nicht. Was mache ich hier? Jetzt Flammenhelm. F3. Okay, das ist mir zu viel hier. Oh, eine Triceratops-Maske und irgendwelche Chemikalien. Oh, jetzt habe ich mich umgezogen. So, da wo es einen Bauplan gibt. Jetzt habe ich die in der Füße. Da wo es Baupläne gibt, gibt es auch die Gegenstände, um es herzustellen, meistens. Ja, da vorne sehe ich Chemikalien. Haushaltsreiniger. Ups. Ja, geh vom Fahrrad runter. So, Haushaltsreiniger. Meine Lampe ist gleich kaputt. Ich kann mich daran erinnern, eine Triceratops-Maske. Vielleicht geht das hier? Oh ne, das haben wir ja toll. Okay, ich bin ein ganzes Dino. Da wären auch nochmal. Da wären Säurebrecher. Hier gibt es keinen Triceratops-Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier letztes Jahr irgendwann gesehen habe. Vielleicht geht's ja damit oder muss es ein Triceratops-Kopf sein? Maske. Ja, muss es. Oh, das hätte ich fast übersehen. Nein, hier gibt es dann keinen Triceratops-Kopf. Gut, dann helfen wir jetzt mal der Person dort vorne. Ich will nicht sterben. Verpiss dich! Bingo! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die schon gerettet haben. Aber ist ja hier nochmal, dann machen wir es dann nochmal. Wobei, der Ort sieht, glaube ich, schon durch. Nee, doch nicht. Nein, doch nicht. Läuft. Die haben gerade Fernseher nach mir geschmissen. Krieg ich meinen Haushaltsreiniger ab. Yeah. Ich mache euch sauber. Cool. Ups. So. So. Was ist das hier? Jetzt habe ich meinen Haushaltsreiniger aufgebraucht. Ich komme nicht wieder. Bitte, helf mir. Gleich, ich brauche hier nochmal kurz Chemikalien. Ich habe auch Chemikalien dabei, fällt mir gerade mal auf. F3. Das hier? Mit Flammenhelm. Au, 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 das finde ich jetzt gar nicht gut. Ich war gerade beschäftigt mit Baumrex-Zombie. Ups, das wollte ich nicht. Er hat sogar irgendwie Dynamit oder irgendwas an sich dran. Ich brauche hier Hilfe! Der gefällt mir auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Süßigkeiten. Bitte hilf mir! Eine Leuchtpistole. Bitte, helf mir! Was? Ah, ja, toll. Oh, super! Gut, wo ist mein Blaster von gestern? Yeah. Da. Ich nehme trotzdem mal den Flammenhelm. Oh, wo ist denn der hingeflogen? Oh, okay, ich wollte gerade Q drücken. Ein einzelner stärkere Gegner wäre, glaube ich, effektiver als gegen eine Zombie-Horde. Ich weiß jetzt Bescheid. Nur im Bunker ist es wirklich sicher. Haben wir dafür jetzt noch was bekommen? Nein. Doch, Sprengbogen.
Okay, ich weiß nicht, hatten wir das gestern vor allem. Na, für mich ist es gestern. Ich spiele mir hier mal Musik ab. Vielleicht hatten wir gestern ja auch einen Sprengbogen dafür bekommen. Ich will nicht gestern sagen, vielleicht hätten wir letztes auch einen Sprengbogen dafür bekommen. Guten Tag, können Sie bitte hier verschwinden? Ey, mein Schild! So, Sale ist nicht mehr da, der hat das Schild umgeworfen, jetzt kostet wieder alles den normalen Preis. Dort rechts irgendwo ist ein Bauplan, den holen wir uns mal. Wenn der schon so schön angezeigt wird. Ja, ganz toll. Da komme ich nicht weiter, gut, ich muss hinlegen. Ich muss dafür irgendwo anders hin. Oh! Sicherheitsschlüssel für Classy Jack. Warum hat er dafür gerade einen Helm abgesetzt? Gut, holen wir uns dann mal an das. Obwohl. Was? Aua. Was ist denn jetzt dieser blaue Kreis? Heißt es, dass ich mit diesem Schlüssel dort irgendwo rein kann? Er wird dann hier drin sein. Es Blum! Das wollte ich nicht. Hier ist noch eine Kiste. Piratenaxt. Okay, da brauche ich den Exo. Dings wieder. Nein, den Anker will ich nicht. Aha. Was kann ich hier machen? Öffnen. Oh. Geheimgang. Sesam, öffne dich. Panikraum. Muskelentspanner. Gut, nehmen wir einfach mal einen. Dann können wir noch einen mitnehmen. Suchen, was haben wir hier dran? 570 Geld. Und das war's. Panzerfaust. Und ein Schwert, ich mag Schwerter. Aber die kann. Ey! Okay, das ist auch nicht schlecht. Vega-Klaue. Sturmgewehr. Hm. Ja, für ein Homer-Ding da. Mann, ich will das Schwert. Das ist das Einzige, was ich hier so wirklich will. Tut mir leid, Flammending, aber den kann ich ja immer bauen. Das hier habe ich jetzt nur gerade dabei. Was kann ich damit? Okay, ist wahrscheinlich genau das gleiche. Ah ne, wenn ich es gedrückt halte, dann kann ich spucken. Vielleicht hätte ich mit dem anderen auch Feuer spucken können. So, geht's Ihnen gut? Jetzt nicht mehr. Ah ne, auch wenn ich normal drücke, okay. Entschuldigung. War meine Absicht. Wir gucken jetzt nicht mehr in jeden Laden rein. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir die Karte haben. Ära in der Nähe. Das hört sich gar nicht gut an. Aber hier ist auch noch ein Bauplan. Weihnachtskugelkanone. Ah, okay. Und ich glaube, ich muss niesen. Nee, doch nicht. Was haben wir denn hier? So glücklich. Ein. Okay. Okay, Weg 2, Tag 1. Das hat mir schon alles angehört. Nein, was probieren jetzt? Bleib da drauf. Ich verstehe nichts mehr. Ungelöst. Okay, gucken wir uns auch mal anders an. Weihnachtskugelkanone. Ich brauche eine T-Shirt-Kanone und einen Teddybären. Ich denke, meine T-Shirt-Kanone wird sich hier auftreiben lassen. Da haben wir schon eine, aber so einen Bären werde ich hier nicht finden. Deswegen lasse ich das erstmal. Pardon, mein Herr, aber euch ist der Zutritt zum Land von Königin Sandra verwehrt.
Also verpisst euch! Wiet, wiet! Provokation. Ja, Hallöchen! Wusste gar nicht, dass die Gesellschaft mittelalterlicher Minderbemittelter hier tagt. Was hast du da gerade gesagt? Unter die Nase reiben. Also, wenn Königin Sandra nur halb so inzüchtig ist, wie sie klingt, dann stehe ich auf sie. Das wirst du bereuen! Erst verhöhen, dann vermöbeln. Deine Mutter war ein Ziesel und dein Vater riecht nach Körperspray. Hey, macht auf, damit ich dem alten Sack eine verpassen kann! Mach Bekanntschaft mit dem Vegeta-Clown! Hey, Blechbüchse! Ich bin gar nicht der Böse hier! Ja, eine Waffe, eine Shotgun. Nee, doch nicht eine Armbrust. Okay, ja gut, dann ist es nicht ganz so gefährlich. Ja, tritt die Luft, so geht das. Aua, okay, reicht mir jetzt. Auf dem Boden mit dir. Schwert in einem Stand, ich will den Execute haben, wo kriege ich den? Was haben wir denn hier? Ein Laden für mittelalterliche Waffen. Ich bin ein Ritter. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein gutes Schwert. Muss ich dann aber auch gegen irgendwas... Was ist das denn hier? Achso, ja gut, den habe ich schon. Ja, das ist kein... Sah zwar auch nicht so schlecht aus, aber... Na ne, ich will ein Schwert. Dafür kann die Axt weg. Ich heile mich dann nochmal kurz... Weil hier ist ein Verrückter in der Nähe und ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Mach mal auf, ja. Ein Schwert. Was ist das hier? Nichts, okay. Komisch, dass hier kein Bauplan ist. Arthurs Helm. Nee. Nee, nee, das passt mir schon so. Das ist gut so. Schwert und Schild. Nee, nur das Schwert. Nicht ein bisschen alt fürs Verkleiden? Hey, aufgepasst, Arsch! So geht das. Oh nein. Okay. Ups. Oh Mann, ich habe ja 5 gedrückt. Hier gibt es die Mission oder wie? Nee, okay. Hier gibt es Aufgaben. Okay, gucken wir uns jetzt aber nicht an. Ah. Schon gut, ich will doch nur durch. Mann, ihr habt echt einen an der Murmel. Okay, der Zombie hilft mir aber. Unwissentlich. Panzerfaust. Jetzt reicht's ja. Hat nicht meine Ritterrüstung an. Aua, aua, aua. Ich hab Schmerzen. Kann ich Motoröl essen? Hier ist auch nichts wirklich Rauchbares drin. Hier ist noch ein Zombie. Da unten ist eine ganze Masse an Zombies. Da vorne ist ein Bauplan. Nur wie komme ich da rein? Hier kann ich was durchsuchen. Okay, hier komme ich denke mal gar nicht rein. Da vorne ist noch ein Bauplan. Wo ist dieser Schlüssel? Da vorne sind noch mehr Ritter. Wir können uns hier danach umgucken. Oh, Mist! Oh, das war die Panzerfaust. Und ich soll mich jetzt vor euch irren. Oh, das ist die Irre. Das tue ich nämlich ein bisschen. Aua, oh, oh, oh.
Super Timing! Oh, die mag Feuer, gut. Es Schneekugeln. Aua, 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 okay, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich hab sie. Bist der zu einer ordentlichen Apokalypse? Oh, war nicht so schwer. Ein Haufen Spinner. Flammender Kolben mit Schild. F2. Okay, wir haben den ersten Irren im Spiel besiegt. Standhaftigkeit. Machen wir mal das hier. Verbessern Bewegungs... Okay, ja. Machen wir das einmal. Und das hier noch ein bisschen. Ja, gut. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt hier... Nein, da. Wie geht das? Wie komme ich hier raus? So, prügeln. Machen wir... Nein, 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 nein. Das hier jetzt einmal. Also zweimal. Ja doch, das machen wir auch einmal. So. Damit haben wir jetzt gut was aufgewertet. Und jetzt sehen wir so aus. Ja, ich sehe mich nicht. Gut, dann suchen wir jetzt mal den Schlüssel. Habe ich gerade noch einen bekommen? Nein. Vielleicht kann ich den ja mit dem Spektrum-Analysator finden. Der da lebt doch noch, oder? Nein, aber hier oben ist noch ein Sturmgewehr. Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Sieht schlecht aus, was Schlüssel angeht. Vielleicht in irgendeiner dieser Schubladen. Nein. Edelsteine brauche ich nicht. Soll ich die auf irgendwem werfen oder wie? Dann nehme ich hier nochmal die Sachen mit. Öffnen. Auch nichts. Den Tresor dort kann ich nicht öffnen. Doch, kann ich auch. Natürlich kann ich den öffnen. Was haben wir denn da? Eine Blendgranate. Nein. Das will ich gleich nochmal austesten. Aber ich sehe bisher immer noch keinen Schlüssel. Dumm ist ja aber mit Sicherheit irgendwo. Hier ist noch ein Dritter. Gut, dann teste ich jetzt mal hier meine neuen Waffen. Ja. Ist schon gut. Ich denke mal, das wird so schon angezeigt, nur hier bis jetzt ist da hier nichts. Da draußen sind nur die Zombies. Okay, warum kann ich dieses Tor eigentlich nicht aufmachen? Das würde mir vieles vereinfachen. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, ich kann ja rüber. Komme ich dann auch hier hoch? Nein, aber. Gut, ich will hier wieder raus. Irgendwo gibt es hier mit Sicherheit den Schlüssel. Oh, das ist jetzt offen. Das habe ich schon durchsucht. Gehst du wohl da weg? Das ist meine Kiste. Was haben wir denn da drin? Eine Spitzhacke. Oh ne, die kann gerne wegbleiben. Oh, das ist ein bisschen ein stärkerer Zombie. Die hier auch. Bam. In die Kiste mit dir. Und du gehst dahin auf die Bank oder auf den Stuhl. Softdrink, ein Hamburger, den nehme ich mit. Ich hätte gern das normale Schwert. Da kann ich was durchsuchen? Okay, hier haben auf jeden Fall welche geschlafen.
Nein, du sollst nicht die Sachen wechseln, du sollst das wieder. Müsli, noch mal einen Apfel. Eine T-Shirt-Kanone brauche ich nicht. Ach man, ich hasse es. Okay, mehr ist hier in diesem Raum auch nicht. Kindermeer. Aha, aha. Aha, aha. Gut, dann haben wir jetzt den Kindermeer. Was auch immer das dabei das ist. Also was auch immer das mit dem Fahrzeug ist. Ich hasse es. Oh, hier kann ich das Fahrzeug sogar bauen. Aber der Schlüssel ist immer noch nicht da. Vielleicht finden wir ihn irgendwann anders. Vielleicht gibt es dafür auch noch einmal eine Karte. Könnte ja auch gut sein. So, Kindermeer. Mal gucken. Das Problem ist, ich muss hinter mir dort lang. Oder ich fahre da lang, da. Ja, gut, dann fahren wir da lang, den längeren Weg. Dann können wir mit dem Kindermeer noch ein bisschen mähen. Ja, kein Fahrzeug. Ich häng fest. Das kann jetzt nicht wahr sein. Der hat sogar Feuer. Ach nö. Ja, ich bin wieder frei. Hallo. Hallo. Also ich bin schon lang vorbeigefahren. Hier nach links. Hier auch wieder nach links. Und gegen die Wand fahren, so gehört sich das. Das Teil lenkt aber ein bisschen zu stark, wenn ich einmal in irgendeine Richtung drücke. Was ist das bitte für eine Pflanze? Was ist das denn für eine unsichtbare Wand? Und was ist das für ein Türrahmen? Den habe ich doch nicht mal berührt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich lasse den Kindermeer jetzt hier stehen. Damit komme ich nirgendwo lang. Ich gehe mir aus dem Weg. So, das Teil lenkt besser. Ja, viel besser. So, den Schlüssel hier werden wir mit Sicherheit wann anders nochmal finden. Und momentan habe ich relativ Lust auf die 100%. Aber wer weiß, ob das noch so ist, wenn wir das Spiel abgeschlossen haben. Ich schätze mal, danach mache ich mich so wirklich auf die Suche nach Sammelobjekten. Vielleicht gibt es aber hier noch irgendwo was. Sieht aber nicht danach aus. Da vorne ist nochmal so ein Fahrzeug, glaube ich, ja. Ne, gut, dann einmal auf hier. So. Okay, so, das wäre erledigt. So, weg meinte doch, der Ausbruch hätte seinen Ursprung beim Vordereingang der Mall. Sehe ich mir mal an. Habe ich einen Fertigkeitenpunkt? Natürlich nicht. Das Problem ist, man kann auch nicht einfach so speichern. Sonst würde ich jetzt speichern und den Part beenden. Ah, super. Weihnachtskack. Weihnachtskack. Ich mag Weihnachten. Und was gibt's denn hier im Weihnachtsland? Einmal sogar noch normale Menschen. Aber leider keine netten Menschen. Okay, da hat es gerade gespeichert. Aber in dieser Zombie-Masse will ich ungern spawnen. Okay, da habe ich auf jeden Fall etwas. Einmal durch an den Kopf ab. Okay, jetzt reicht's. Ja, er schlägt die Luft. Das war nicht Sinn der Sache. Oh, da sehe ich so ein Graffiti.
kurz mein Notizbuch. Ja, wie sieht das jetzt wirklich aus? Oh. Okay. Au, 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 au. Ah, okay, ich verstehe, Bro. Jetzt sind wir hier. Das war, da kommen wir eben vorne nicht von der anderen Seite von der Tür. Durch die Tür kommen wir von der anderen Seite nicht durch. Öffnen. Lass mich in Ruhe. Haut ab. Nein, du sollst es nicht suchen, du stirbst doch. Hallo. Ich auch. Haut hier. Oh, da ist was. Mobiltelefon. Willamette braucht Arbeiter. Bitteschön, ich würde jetzt nicht rausrennen. Scheiße! Okay, ja. Ganz genau. Hilfe, bitte! Eisschwert. Ein Breitschwert. Können wir alles mitnehmen. Können hier rein? Ja. Sie selbst bezeichnen sich als antikapitalistischen Anarcho-Freiheitskämpfer. Gut, Weihnachtsfalle. Man muss das System kennen, um es kritisieren zu können, oder? Aber... wir hören jetzt noch kurz den Anruf zu und danach hören wir auf. Um das System von innen zu ficken. Wer kann gute Sabotagevorschläge machen? Tja, also. Blöder Faschist! Danke für Ihr Interesse, Darcy. Na dann! Widerlicher faschistischer Speichelecker! Gut. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.